Und mit Andi würde ich gerne eine Line ziehen und einen trinken. Mann, du hast keine Ahnung von uns. Du hast keine Ahnung. Ey, Schäfer, du hast keine Ahnung. Ich will kurz antworten. Du bist verbrannt. Ich bin fett. Ich bin verbrannt. Ich bin verbrannt, Andi. Ja, bei mir auf jeden Fall. Also bei mir persönlich. Also verbrannt. Du hast, ja, hast mich nicht mehr. Aber warte mal, schenk doch mal diesen Hurensohn nach raus. Weil du die NWO bei dir Kaffee trinken lässt, Alter. Da, ja, da hat Chatty. Die NWO, die, guck mal. Paolo liebt Andi. Ey, wir würden in Spanien Urlaub machen. Was? Paolo liebt Andi. Der redet nicht von Paolo, der redet von Cup 5, Alter. Alter. Ja, wir reden von den Bastarden, Alter. Ihr kennt Cup 5 überhaupt kein Stück. Das hast du gesagt. Aber er meint Whisky von Cup 5 und er ist von dir enttäuscht. Er will sich jetzt mal enttäuschen. Ich bin auch enttäuscht, weil Andi mich kennt. Andi kennt mich. Ich habe mit Andi Zeit verbracht. Und Andi weiß, dass ich ein herzensguter Mensch bin, ein herzensguter Gastgeber. Ich weiß nicht, warum du mich gerade frontest, Andi. Ich stelle es nicht in Abrede, dass du... Andi, warum frontest du mich gerade, Alter? Ich liebe dich. Was machst du gerade bei mir? Ich stelle es nicht in Abrede, dass du ein guter Mensch bist, aber... Christian, du hast es nicht begriffen, Alter. Du hast es nicht begriffen, Christian. Du hältst deine Schnauze, wenn Andi redet. Du hältst deine Schnauze. Ja, ich bin ja schon fertig. Andi. Welche Ausrede da? Andi, ich liebe dich. Andi, pass mal auf. So, ich will den Satz aussprechen. Es dauert nicht lange, ganz kurz. Jeder, der sich mit so einem Individuum abgibt, ist bei mir verbrannt. Was hast du getan? Du bist verbrannt. Für mich persönlich. Okay, Andi. Aber weißt du was? Auch wenn ich in deinen Augen verbrannt bin, ich liebe dich immer noch wie damals. Ja. Ente, würdest du sagen, er ist eine leichtlebige, wie nanntest du das, Partyschaft? Ist das Raven? Wenn deine subjektive Meinung, Andi, wenn deine subjektive Meinung maßgebend ist, dann Raven ist eine leichtlebige Partnerschaft. Raven ist keine leichtlebige Partnerschaft. Ich habe persönlich für mich entschlossen, Ich dachte nur, du denkst schon. Raven ist keine leichtlebige Partnerschaft, aber ich habe für mich persönlich beschlossen, dass jeder, der nur im Ansatz mit diesem Vogel sympathisiert, für mich verbrannt ist. Und das steht fest. Und wenn ich sowas sage, dann ist es halt so. Das war's. Weißt du, Andi? Du kannst, wenn du mit ihm sympathisierst. Nein, Andi, du weißt, ich liebe dich. Andi, weißt du, du tust mir gerade verdammt weh. Und du weißt, dass ich dich liebe? Er tut dir nicht damit weh. Er ist ehrlich, aber du hältst deine Schnauze. Ansonsten hau ich dir deine Schnauze zu einem Tomatenbrei zusammen. Also halt jetzt deine Schnauze, weil ich rede dann mit Andi, du Frotze. Also halt ich deine Schnauze. Hören. Ja, Andi, wenn das deine Meinung ist, Andi, akzeptiere ich und respektiere sie. Ja, ist auch aber ist jetzt auch kein Hate, aber ich. Andi, du weißt, ich liebe dich, Alter. Wie kannst du so mit mir umgehen? Wie kannst du so mit mir umgehen, Alter? Lass Raven mal erzählen. Warum lässt Raven solche Leute in. Hallo, ruhig. Hallo, ist auch alles in Ordnung. Raven ist nichts Persönliches. Es ist meine persönliche Entscheidung zu sagen, dass ich mit niemandem Kontakt mehr privat reden kann oder was anderes tun kann, der mit so einem, in meinen Augen, Individuum, was ich verachte, Kontakt hat. Und darum sind alle, nicht nur du, Raven, alle, die mit ihm sympathisieren, das bist du, das ist Julia, das ist Werner und noch ein paar andere Leute, die in den Schwanz lutschen, könnt ihr gerne machen, aber ihr seid verbrannt. Ich bin doch nur Andi, durch ein Andi.
Ihr kommt schon darauf klar, dass ich nicht mehr da bin. Weißt du, was du nicht weißt? Das sind die Dinge, die ich dir gerne privat sagen würde. Wenn du, nein, guck mal, du, bin, du sagst, hier, wer mit diesem Menschen Kontakt hat, der ist für dich verbrannt. Aber du weißt nur ein Bruch. Ich möchte mit dir nicht mehr privat reden und ich möchte dir auch nichts mehr Privates erzählen. Du hast dir deine Leute ausgesucht. Darunter ist ein Cap 5, der eine Grenze überschritten hat. Und jetzt ist auch eine Grenze bei mir überschritten. Und die lautet, meine moralische Grenze, dass ich mit solchen Leuten nicht mehr reden möchte. Ich kann dir nichts mehr anvertrauen und ich möchte mit solchen Leuten nichts mehr zu tun haben. Ist doch gar nicht so schwer. Ist auch kein persönlicher Held. Ist halt so. Gut nachvollziehen. Anni, wann ist für dich persönlich der Punkt für dich persönlich eingebrochen, wo du der Meinung bist, du kannst mit mir nicht mehr reden? Jeder, nicht du, Ray, jeder, der mit diesem Typen... Alter, wir haben uns beide... Scheiß auf den einen Tag, wo ich bei dir war. Jeder, der mit diesen Typen sympathisiert, ist bei mir verbrannt. Das könnte meine Schwester sein. Das könnte meine Ehefrau sein. Ist verbrannt. Hallo, ist doch nicht so schlimm. Du hast auch genug Kumpels hier, Raven. Lass mich rein. Andi, du hast mit mir Zeit verbracht und du weißt im Herzen, dass ich ins Herzen... Lass dieses Geseier. Ich kann es nicht mehr hören. Ich küsse dein Herz. Das ist so gay. Boah, das regt mich immer wieder auf. Kann doch wohl nicht sein. Ne? Aber ich mag dich doch. Weißt du, wie nennt man das? Ist das eine Floskel oder was ist das dieses? Aber ich mag ihn ja. Joe, das ist auch immer so eine Begleiterscheinung. Ja. So bei das jeder Kritik. Ey Joe, ich empfehle dir einen Film, der heißt der Empty Man. Und da geht es auch darum, dass, obwohl es wichtige Sätze sind, wie zum Beispiel ich liebe dich oder ich küsse dein Herz, je öfter man die sagt, umso mehr verlieren sie an Bedeutung. Und Raven, und genau das tust du. Ja, inflationär. Raven, jetzt an Bedeutung. So, und Raven, du musst das mir ja auch ein bisschen kennen. Und du hast dich entschieden. Und wenn du gerne mit. Raven, jetzt musst du dir die Eier kraulen. Wenn du jetzt ankommst, kraul dir die Eier. Dann ist das was Neues und dann ist das schon ein bisschen. Ja, wenn du mit dem und Treu. Also, Raven, lass mal den Kerl raushängen. Hol ihm die Eier. Wenn du dich dafür entschieden hast, ist es ja vollkommen okay. Und es ist auch kein großer Problem. Ich mein Herz, ich mach dieses. Ich mache jetzt eine Sendung nur über dich, Alter. Ey, weißt du was? Ich war dein Boy, Alter. Weißt du was, Alter? Ey. Du warst mein Boy? Ich hab die Schnauze gehalten über Dinge. Du warst ein Teufel. Ey, und du schmeißt mich bei jedem Satz raus. Das ist hier ultra das Outing. Aufnahme. Alter, ey, Andi, Alter, ich hab bei jeder Scheiße die Schnauze gehalten über dich. Weißt du, Alter, ey, dass du mich so behandelst. Das ist ekelhaft. Wenn du ein Problem mit irgendjemandem hast, schmeißt du unsere Freundschaft schmeißt du weg, du Hurensohn? Du schmeißt die weg, nicht ich. Du hast sie weggeschmissen, ja. Alter. Jemand, der mit der Frei rumschwult, der ihm die Tür aufmacht, du hast ihm die Tür aufgemacht, und damit auch Flex, das er geschenkt bekommen hat, ist verbrannt. Das hat nichts mit dir zu tun, persönlich, Raven. Das gilt auch für Julia, die es getan hat. Und es gilt auch für Werner und für alle anderen Fatzen, die ihnen den Chance rutschen. Nichts Persönliches, bleib doch ruhig. Du hast doch deine Buddies hier. Anni, mit jedem, mit dem ich unterhalten habe, jeder, auch du nennst es eine Julia, Also ich konnte mir nicht verkneifen, wie deutlich Raven gerade gesprochen hat. Ich bin da nun wirklich tatsächlich. Ich weiß, was du meinst. Und jetzt kriegt er auch einen Sack, Alter. Ey. Unfassbar. Ich möchte das ganz kurz ausführen. Unfassbar. Ich möchte ganz kurz erklären, warum das so ist. Wenn ich einen Schlussstrich ziehe
ziehe ich einen Schussstrich. Ist kein Problem, mich hier mit Randy Baby oder sonst wie noch zu unterhalten oder auch mit Julia oder so. Aber das Ding ist durch. Und irreversibel. Ganz einfach. Brauchen wir gar nicht weiter darüber diskutieren. Du hast dich entschieden. Anni, ich frage dich jetzt eins. Du kennst mich seit Jahren. Nein, das ist falsch, Ren. Ich kenne dich nicht. Ich hätte dir nicht zugetraut, dass du so einen Wichser, der sowas bringt hier, ich kenne dich nicht. Ey, ich bin auch entsetzt, der Bürgermeister. Ich frage dich trotzdem, Mann, halt deine Schnauze, Joe, halt deine Schnauze. Sexuellen Akt hat er sich hochgebracht. Also nachdem ich hier gedemütigt werde und immer wieder rausgeschmissen werde. Ich habe immer gesagt, die Wahlen manipuliert. Ente, was für ein Hübel. Da seht ihr das Resultat. Ente, ich dachte, wir beide sind Freunde. Wie du mich hier gerade behandelst, ist ekelhaft. Hallo. Wir waren auch niemals richtige Freunde. Wir waren. Ja, was heißt Kumpels? Selbst Kumpels reicht. Kumpels von mir aus. Aber zu einer Freundschaft gehört etwas mehr. So, aber das mit Pep Treif ist zu Heavy Metal. Und es ist irreversibel. Also, das wirst du überstehen, Raven, auf jeden Fall. Okay, guck mal, ich respektiere und akzeptiere deine Wahrnehmung. Ja, weil es böse Leute sind. Mann, du hältst deine Schnauze, du Schwanz. Du hältst deine Schnauze, ich rede gerade mit Ente. Nein, das sind böse Leute. Ich halte nicht wenn die Schnauze. Wenn das deine finale Meinung ist, Ente, wenn das für deine finale Meinung ist, nachdem, was wir uns beide unterhalten haben, man halt deine Schnauze, du Kerl, Alter! Ja, Ente. Alles klar. Und das ist deine finale Meinung, Alter. Ja, final bei dir, dann bist du, Julia. Dann bist du eine egozentrische, narzisstische, egoistische, kleine Schlampe in meinen Augen. Ich hab dir so... Ach, Baby. Warte. Shapey, sei ruhig. Ich möchte mit niemandem Kontakt haben, der mit so einem Menschen Kontakt hat. Das ist meine Prämisse. Ich weiß nicht, was daran so verstehen ist. Und das gilt nicht nur für dich, das gilt für Julia, das gilt für Weller, das gilt für alle, diesen Typen in den Schwanz rutschen. Ganz einfach. Nimm dich persönlich. Andi. Weil das eine Charaktersau ist. Warum? Du bist doch gar kein... Hallo, ganz kurz. Das geht nicht anders. Warum, Raven? Woher kommt diese Leidenschaft für diesen kaputten Typen. Erklär's mir. Also, du weißt, ich bin ein guter Mensch, Alter. Wir haben beide zusammen. Kannst du auf die Frage, was stimmt mit euch nicht? Ja, warum mögt er diese Leute? Ja, genau. Andi, frag dich doch, warum mögt er diese Leute? Was du an diesen ekelhaften, unwitzigen, ekelhaften Vogel, wieso du dir nicht die Fresse eingeschlagen hast? Was findest du an den Typen? Was ist da passiert? Was ist los, Raven? Erzähl. Ich würde darauf gar nicht eingehen. Ach so. Kannst du mich wieder anschmeißen. Deine Macht. Warum stotterst du denn jetzt, Ray? Warum kannst du darauf nicht antworten? Weißt du, was ich gerade neu an den kennenlerne? Andi, ich stottern könnte ein Anzeichen von Nervosität andeuten. Ich hab die Wieso kannst du mir nicht sagen? Das ist sehr auffallend. Was ist los? Anni, ich liebe dich. Aber weißt du was? So wie du dich mir gegenüber verhältst. Ich liebe dich nicht. Du kannst dir gerne antworten. Warum könnt ihr alle. Ich verstehe es nicht. Kannst du mir bitte mal erzählen? Der Typ hat kein Charisma. Der Typ hat keinen Humor. Der Typ ist nur bösartig. Das ist ein Wichser. Warum bist du so fixiert auf diesen Vogel? Wieso hast du nicht die Fresse eingeschlagen, als er vor der Tür war? Erzähl's mir. Weil er mich niemals so behandelt hat, wie du mich die letzten zwei Stunden behandelt hast. Christian. Und Andi, ich sagte eins. Ach du Scheiße, Alter. Schwanzlöscher. Alles gut.
Raven, Alter, das ist echt voll abwehr. Andi war für mich mal ja, der beste Freund, den man eben haben konnte. Ja. Raven, du darfst jetzt nicht sagen, weil die anderen Leute nicht gefallen. Nur weil er Enttäuschung äußert, dann musst du nicht mehr. Ey, Mann, John, du hast deine Schnauze. Junge, Alter, du hast deine Schnauze. Ja, das Raven, du laberst Scheiße, Alter. Das ist hochgradig Raven, manipulierend, was Kacke. Raven gerade äußert. Raven, wir haben stundenlang... Er spielt die Enttäuschungskarte und bestimmt jahrelang, wir haben uns umarmt und über Moral und wie man sich verhält, Männer gegenüber. Vorsicht, die armseligen Kleinseelen, widersprichst du jeder Unterhaltung, Alter. Sei ruhig. Raven, wieso warum kannst du mir auf diese Scheißfrage, auf diese billige, einfach gestellte Frage, die ich jetzt doch mal stelle? Weil er ausflüchtet. Halt die Fresse, Shapy. Was findest du an diesen Typen? An die Öffentlichkeit gekommen sind. Ja, öffentlich. Hier on stage. Die nicht an die Öffentlichkeit gekommen sind, wo guck mal, es ist doch wieso mein... Ich stell dir direkt ab, wieso lutschst du diesen Schwanz, Raven? Warum? Von diesem kaputten... Wichser, warum tust du es? Guck mal, du kleiner Hurensohn. Wenn du mich immer wieder rausschmeißt, kann ich dir nicht antworten. Ja, das ist deine Fotze. Und weißt du, Anni, alleine, dass du diese, alleine für das... Halt die Fresse. Entweder du antwortest jetzt auf die Frage, nochmal. Wieso lutschst du diesen uncharismatischen, humorlosen, kaputten, zudem hässlichen Wichser den Schwanz? Was erklärst du mir? Weißt du was? Ich hab dich geliebt wie ein Bruder. Ab heute bist du für mich einer der ehrenlosen, ja, egozentrischen Hurensöhne, die ich je kennengelernt habe. Dankeschön. Und weißt du was? Fick dich und stell mir keine Fragen mehr. Kain und Abel, Esau und Jakob. Und weißt du was? Andi, ich habe dich geliebt wie ein Bruder. Aber weißt du was? Wenn du mich heute vorführst. Werner kann dazu nichts sagen. Nee, Werner hat heute gesagt. Er kann sich gut mit über Bausubstanzen unterhalten. Julia hat gesagt, sie will ihn gar nicht in den Schwanz lutschen, wegen der fucking Aktion mit JP. Und du antwortest überhaupt nicht. Stimmt mit euch nicht. Was ist denn die Andi, weil du Machtmissbrauch betreibst. Oh. Immer wenn ich antworten will, schmeißt du mich raus, du kleiner Hurensohn. Junge, ich gebe dir eine Schelle. Du kleine Fatze, Alter. Ich weiß ja, bitte nicht raus, Alter. Das finde ich auch ein bisschen kacke gerade. Langweilig. Nein, er wird mich wieder rausschmeißen. Nee, das finde ich auch kacke. Weil er Angst hat, er stellt mir Fragen und wenn ich eine Antwort geben will, schmeißt er mich raus, dieser Schwanz. Ja, aber Raven, du wirst jedes Mal ausfallen. Ey, Andi, ich hab dich geliebt wie ein Bruder, Alter. Du hast es dir heute. Ja. Du hast es bei mir. Aber Cat Feind. Bei mir, ich bin keiner, der als zweite, dritte. Bist du erpresst? Was ist los? Sag mal, habt ihr Kapitalverbrechen begangen? Du, Julia und Werner? Oder was ist. Ente, das ist dieses mitgehangen, mitgefangen, so, weißt du, das ist das. Die sind verstrickt aber, Machenschaften und das ist das eben. Echt, habe ich die Frage jetzt echt so schwer formuliert? Warum ist das denn so? Ja, Eier drum, siehst du doch. Weil sie Angst haben. Ja, er ist eingeschüchtert. Was soll er denn jetzt machen? Also pass auf, ich hab hier Leute um mich herum, außer Daniel, den kann ich nicht einschätzen und Suat, glaube ich auch nicht. Ich habe hier Leute um mich herum, die Hurensöhne von dem Herrn sind. Also ich hab hier ein Joe, wo ich hinfahren würde und Schelle geben würde und der die Schnauze halten würde. Ich hab hier einen wie auch immer gearteten Shapeshifter. Daniel kann ich nicht sagen, vielleicht stabil, ich keine Ahnung. Aber
Halt's Maul. Ich kann dein Rumgelaber nicht mehr hören. Verpiss dich, Raven. Also wirklich, Raven, Alter, ich mag dich, ey, ich hab dich auch voll, nebenbei. Ey, Raven, das ist ja wieder in Ordnung, wenn Raven mir Schläger. Aber wenn du dich mit Gesindel, wenn du dich mit Gesindel abgibst, kann ich dich nicht besuchen, Raven. Hey, das ist unmöglich, Alter. Es geht das ist unmöglich. Das gibt ich würde den Fick. Wer sich mit Gesindel abgibt, Alter, wer Freunde als... Alter. Raven, es geht nicht um Shapy. Es geht um die Sache an sich, die der Typ gemacht hat, mit dem du dich verbündet hast. Und du kannst mir nicht mal im Ansatz erklären, genauso wenig wie Werner und genauso wenig wie Julia, warum das so ist. Warum ist das so? Nochmal. Weißt du, du hast mir niemals, nicht mal fünf Sekunden gegeben, mich zu dieser ganzen Sachlage zu äußern, du kleiner Kelp. Ja, weil du nur... Ente, deine Hybris gerade, deine maßlose Arroganz, Raven, hol die Versteckung, alleine wird das nichts hier mit mir. Hast du es gereiht? Ich stelle noch zum fünften Mal die Frage. Was macht diese Freundschaft zwischen dir und Kap 12 aus? Warum stehst du so, Markus, zu ihm? Was ist daran so schwer zu antworten? Oder brauchst du Versteckung? Schaffst du das jetzt? Kap 5 war für mich da, als ich am nötigsten gebraucht habe. Und ich muss mich hier vor dir nicht erklären. Weil du, ich dachte immer, dass wir ich Freunde sind. Ich assoziiere jetzt in der Woche. Du würdest niemals neben mir. Du bist für eine Pulle Schnaps käuflich. Ganz ruhig. Ich will jetzt ja den roten Faden nehmen. Ich sag dazu nichts mehr. Nein, ich möchte nur den roten Faden nehmen. Und hier wird nicht abgelenkt, Graham. Das ist ja traurig. Also er war für dich da in der schwersten Zeit, wo keiner für dich da war. Klasse. Was denn? Klasse. Hast du in Geldschwierigkeiten in der Ausgabe? Was war da los? Aber Freunde fragen können. Erzähl mal, was war da los? Aber er fragt lieber den Teufel, anstatt Freunde zu fragen. Lieber ja, was war da los? Also, hallo, das ist schon sehr, sehr intim. Also, was war da los? Rem. Ente, du glaubst doch nicht im Ernst, wenn du mich immer wieder rausschmeißt, wie ein Kelb. Und allein in deiner Handhabung mit mir, ist alles anders als freundschaftlich. Und was? Ich behandle dich so. Das ist keine Freundschaft. Also, du bist eine scheiß Nutte. Also, du demütigst ihn auch echt gerade wie eine Nutte. Du lässt ihn das schon spüren, wie du darüber denkst. Weil das keine Freundschaft ist. Das kann niemals eine Freundschaft gewesen sein. Niemals. Bleib bitte ruhig. Vor Raven, also, Ente meint das schon ernst. Nicht nur verbal, sondern der Peitschige. Alle. Echt? Boah, voll Nuttenmove. Demütige euch alle, wenn ich die Schnurz halt. So. What the fuck? Ich möchte jetzt wissen, was da los war. Weißt du was? So wie du mich gerade behandelst, erfährst du gar nichts. Ich werde nur eins sagen, Ente. Ich habe immer. Mann, jetzt setzt du deine scheiß Schnauze, oder? Schmeiß mich wieder raus. Ekelhaft. Aber immer wenn es gegen dich geht, halt deine Schnauze. Du Fatze. Wie kann man so einen ekelhaften Vogel in den Schwanz lutschen? Echt. Bäh. Immer, wenn man dich angegriffen hat, ich war immer auf deiner Seite. Du Hurensohn, Alter. Wie kann man so einem Typen, so einen ekelhaften Vogel, den Schwanz lutschen, ist die Frage. Du bist ein Hurensohn. Ich stand immer auf deiner Seite. Ja, dann geh doch zu dem Vogel hin, der dir so in der schweren Zeit den Arsch gerettet hat. Hast wahrscheinlich Geldschwierigkeiten gehabt, hat er für dich. Keine Ahnung, was da los war.
Oder gehst du anschaffen, Raven? Keine Ahnung. Oder hat er noch was in der Hinterhand, was wir alle nicht wissen? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, was ich ekelhaft finde und was für ein Charakter? Ja. Weißt du, was dein Charakter gerade ganz klar macht? Dass du ein ekelhafter, Weißt du, was mir auffällt? Dass ihr alle Sprachschwierigkeiten habt. Schlimmer als ich. Weil Julia hat auch immer also am Stocken, Werner und du auch. Alle, die mit ihm Kontakt haben, haben Sprachstörungen. Wo liegt denn das? Du bist einfach enttäuscht. Du bist enttäuscht, weil die Leute, die dich am meisten geliebt haben, Julia und ich, ne? Die beiden Leute, die mit dir deine Freizeit. Du ballst gegen die Leute, die dich am liebsten haben. Und Ente, ich sag's jetzt zum letzten Mal, ich verpiss mich jetzt auch aus diesem Vorraum. Ja, tschüss. Und ich sag dir ganz ehrlich, verpiss dich doch. Du pissst den Leuten in die Fresse, die dich am liebsten haben. Du kleiner Schwanz, Alter. Du kleiner, pissiger Schwanz, Alter. Warum ist das so schlimm, Alter? Tschüss, Raven. Warum ist das so Alter, schlimm? Ey, ich war dein Freund, Alter. Aber ich habe festgestellt, dass du eine kleine narzisstische Fotze bist, Alter. Ja, geht eine narzisstische Fotze bist, Alter. Alter, du bist eine narzisstische Fotze, Alter. Ein selbstverliebtes Stück Scheiße, Alter. Ja, alles gut. Tschüss. Ja. Kick mich raus und. Hau doch ab. Weißt du was? Ey, ich bin dermaßen enttäuscht von dir. Doch. Ey, weißt du was? Ich bin dermaßen enttäuscht von dir, Alter. Ey, ich bin einfach nur enttäuscht von dir. Jetzt bitte einmal Standing Ovation für diesen dramatischen Endakt. Du hast meine Freundschaft niemals verdient, Hass, Streitigkeiten, seht dieses Paradebeispiel an Schwulität, hau doch ab, du musst doch gehen, wie man es auch ausleben kann. Es geht um Loyalität, Leute. Was redet ihr? Wie lange kennt ihr euch schon? Ey, Raven Baby, ey, Andi, wie lange kennt ihr euch? Das musste doch kommentiert werden, Alter. So, ey, so was für ein runde Schwule. Was? Aber eins ist klar, Ente, wie du mich heute behandelt hast. Nein. Wie kann man dieser ekelhaften Drecksau den Schwanz lutschen, ist immer noch die Frage. Meine Güte. Wie du mich heute behandelt hast, hat alles erklärt. Ich muss gar nicht mehr viel sagen, wie du mich heute behandelt hast. Ich durfte nicht zu Wort kommen. Ja, bring dich doch um. Und wenn ich zu Wort kommen wollte, hast du mich rausgeschmissen. Bring dich doch um, Mann. Weichei. Ich werde ständig so behandelt mit Vorraum und Newton. Bring dich doch um, Ren. Bring dich doch um. Guck mal. Ich habe ein besseres Leben als du. Ich habe gar keinen Grund, mich umzubringen. Ich habe ein besseres Leben als du. Und wir beide wissen ja aus privaten Gesprächen, dass du im Arsch bist. Dass du im Arsch bist, Alter. Du bist im Arsch, Alter. Junge, du bist im Arsch. Du bist im Arsch, Junge. Ich habe nicht solche Kontakte mit solchen kaputten Leuten. Die hast du. Und warum du die hast, kannst du mir nicht beantworten. Warum tust du das nicht? Guck mal, ich bin auf der goldenen Seite des Lebens. Du bist im Arsch. Du musst immer vorgeben, dass du, boah, Alter, von A nach B fährst. Ja, Kelp, Alter, Junge. Was? A nach B? Kick mich doch tausendmal aus deinem Stream. Aber eins ist doch auch klar. Ich war der Boy, der dich geliebt hat. Und wenn du mich so behandelst, vor aller Öffentlichkeit, zeig mir, guck mal, bei allen Geschenken, die ich dir gemacht habe, bei aller Liebe, die ich dir gegeben habe, zeig mir das, was du... Ey, solche Scheiße lasse ich hier zu.
Welche Geschenke hast du mir gegeben? Welche Geschenke? Hau mal raus. Interessant. Bringst du was durcheinander? Durcheinander, oder was? Weil du so viele Geschenke bekommst? Was ist denn ein Geschenk? Guck mal, Andi. Guck mal, Andi, das muss ich dir nicht erklären. Das weißt du selber. Ich kann die Käufe Ich könnte jetzt irgendwie alles in die Kamera zeigen, wo du sagst, oh, guck mal, was? Das hat... Was? Sorry, Rap, ich muss dich rausschmeißen kurz. Was hast du mir denn bitte schön geschenkt? Kommst du durcheinander, weil du Geschenke bekommst, wie, oder? Haben die Leute diese Spassen da irgendwie finanziell ausgemacht? Was ist da los? Wieso kannst du mir nicht antworten, was da los ist? Warum leckst du diesen uncharismatischen Fixern den Anus platt? Was ist denn so schwer? Ich stelle jetzt unabhängig von dem Armband eine Frage. Willst du mich loswerden? Willst du mich für alle Mal loswerden? Willst du das? Willst du dich gerade... Ich bin nicht los, du bist verbrannt. Irreversibel. Natürlich bin ich nicht los. Schon längst. Du hast dich doch entschieden, für welche Seite du stehst. Gut, dann haben wir das. Alter, was ein Trauerspiel. Dann haben wir das. Andi, ich liebe dich immer noch. Andi, aber, eins sollst du wissen, ich liebe dich immer noch. Ja, ja, und dein Verhalten heute, ja, und wie du mich immer wieder raus. Nein. Mit welcher Hybris du heute mit mir umgegangen bist. Ja. Obwohl ich immer zu. Dein scheiß Gestammel, Alter. Du bist doch in guten Händen. Du hast doch tolle Freunde wie Cap 12. Die sind richtig geile. Die sind richtig geil. Die haben geiles Charisma. Die machen richtig geile Aktionen. Die sind überhaupt nicht zu verurteilen. Ram, also alles gut. Keine Angst. Willst du ein Armband zurückhaben, was du mir gegeben hast, wo ich auf der Demo bei dir war? Kannst du gerne haben. Kein Problem. Nein, ich will sie zurückhaben, weil ich habe sie in Liebe gegeben. Andi, weil ich dich immer noch liebe. Aber es ist egal, wenn du gerade in diesem Modus bist und du meinst, du musst mich so behandeln, behandle mich so. Ja, ich behandle mich auch so, weil ich dich nicht liebe. Es beruht nicht auf Gegenseitigkeit, ja? Und du benutzt es so inflationär und sagst es eh zu jedem. Also, ja, ich küsse dein Herz, bla bla bla. Du hast doch deine Leute. Ja, du kannst aber bei Cap 5 weiter lutschen, General Bartet. Und auch die Muschi von Dolores Cocolores. Das ist doch alles gut. Ja, ich bin mit Dolores cool. Wo ist dein Problem damit? Also gar nicht. Wo ist das Problem, dass ich mit Dolores cool bin? Gar nicht. Nein, ihr seid alle cool mit Cap 5. Darum seid ihr alle gleich. Werner, du und Julia. Aber du kennst Cap 5. Schneidest du was nicht? Ich spreche mit jedem, der mit diesem Typen sympathisiert. Verbrannt. Was auch so schwer ist. Okay. Ich stelle jetzt eine Frage. Ist das jetzt der Bruch, ja? Der hat schon längst stattgefunden. Natürlich ist das der Bruch. Der ist schon längst vollzogen. Du hast ja längst entschieden, Ren. Du hast ja längst entschieden. Du stehst doch in der Rede und Antwort. Hast du mir jemals? Hast du mich jemals gefragt? Du hältst die Fresse. Kein Werner, keine Julia, nicht mal du, könnt mir sagen, was ihr an diesem behinderten Humor aus dem Pixar geil findet. Was ist da los? In der schwersten Zeit war Cap 5 für mich da. Ja, was war da los, Rem? Machst du was? Das hat dich einen Scheiß zu interessieren. Du kleiner Schwanz, hältst jetzt einfach mal deine dumme Fresse. Ich hab die ganze Andi, ich glaube, dein ganzes Sein und Dasein ist von Eifersucht zerfressen, Alter. Pass mal auf, ich hab die damals. Hör mal zu, das hat mit Eifersucht überhaupt nichts zu tun. Einfach nur mit Unverständnis.
Ich kann es nicht verstehen. Dass du mit so einer Fotze sympathisierst. Nichts Eifersucht. Ich bin nicht in dein Behagen Arsch reinficken. Keine Sorge. Pass auf. Du hast mich jetzt 5 oder 6 Mal so mies behandelt. Ich sag dir jetzt eins, Andi. So behandelst du mich nie wieder. Pass auf, ey, du kleiner Hurensohn, du kleiner Hurensohn. Du Hurensohn, unterstellst mir Eifersucht mit so einer Fotze, Cat 5? Das ist eine Beleidigung. Das ist erniedrigend. Du Hurensohn, ey. Hörst du, Hurensohn? Wenn du sagst, ich bin eifersüchtig, auf so ein kaputten, so kaputten, was soll denn diese Rumrederei, Alter? Auf so einen kaputten Kopf mit diesem Wichser, ist das eine Beleidigung. Mach du Cap, guck mal, du Cap, ey, Andi, du bist eine leere Hülle, die unerfüllt von Liebe ist und die vor Eifersucht trieft, Alter. Und wenn nur jemand sich mit irgendjemand anders. Und vor allem, welche Hybris du besitzt, hier irgendwelche Leute rauszukicken. Und vor allem, wenn ich dann. Nach, halt mal. Wenn du das nochmal machst, eifersüchtig, dann bitte den nötigen Kontext. Auf was bin ich denn bitte eifersüchtig? Schreit euch wieder mit. Auf was bin ich eifersüchtig? Andi, du bist eifersüchtig. Nach sämtlichen Besuchen bei Julia, du nicht der Loverboy warst. Und weißt du, kick mich jetzt wieder raus. Kick mich jetzt wieder raus. Wie oft warst du bei Julia, weil du einsam warst? Junge, ich weiß mehr über dich, als du glaubst, Alter. Und weißt du was? Dein ständiges Rauskicken. Wie oft war ich denn da? Weißt du, was am Traum ist? Wie oft war ich denn da? Erzähl mal. Wie oft war ich denn da? Der Loverboy, Alter. Wie oft war ich denn da? Der Loverboy, ey, bitte. Du Loverboy. Ich möchte jetzt mal ganz gerne wissen, wie oft ich bei Julia war. Ist interessant. Komm mal raus. Weißt du, das unterscheiden uns beide. Ich expose hier nichts in der Öffentlichkeit. Also, wenn ich einsam war, war ich bei Julia. Wie oft denn? Erzähl mal, so oft? Also, Marcel, jetzt kommen wir zu einem wesentlichen Punkt. Und es geht ja einfach nur um mich. Es geht ja einfach nur um uns beide. Achso, okay. Ich dachte wirklich, wir sind Freunde, aber dass du mich so behandelst. Niemand. Dass du mich so behandelt, sagt man ja, mehr über den Charakter aus. Nein, mehr über den. Nochmal. Du, über deine Egozentrik, über den Ego aus. Ja, mit so einer Fotze wie Cat 5 sympathisiert. Ich würde dich niemals so behandeln. Ey, guck mal, ich würde dich niemals. Den Typen reinlässt. Andi, ich würde dich niemals so behandeln. Weißt du, das unterscheidet uns beide grundlegend. Ja, eben. Weil ich habe auch keine Kontakte wie du, solche kaputten Vögel. Ich hab gar keine Kontakte. Wir können nie wieder miteinander reden, privat. Weil du mit so einer Fotze Kontakt hast. So Ich will nach heute, nach deinem wirklich ekelhaften, arroganten, überheblichen. Warum hast du doch froh, Raven, dass du solche Leute wie Cat 5 hast, die für dich da sind, die dir aus der Scheiße helfen, wenn du in der Not bist? Du brauchst mich doch gar nicht. Ist alles gut. Bin doch locker. Ja. Ja, dann kann er sich ja an solche Leute wenden. Ich finde es traurig, weil für mich, Andi. Ja, dann wende dich an den Teufel. Und alle. Mann, du hältst die Schnauze jetzt, Shame. Ja, ich weiß auch besser. Andi, du warst für mich wirklich ein Freund. Andi, du warst für mich wirklich ein Freund und ich finde es schade, dass du mich heute so behandelst. Nein, hör dir das bitte. Ich bin doch eifersüchtig. Auf Cap 5. Ich bin so eifersüchtig. Ich bin traurig. Ich gebe es doch zu, Ralf. Ich bin eifersüchtig auf Cap 5. Und ich bin so eifersüchtig, dass du mit Julia fixst. Ich bin so eifersüchtig, weißt du? Alles gut. Ich glaube schon, dass du zu dem geworden bist, was du selber nicht magst. Ja. Und dass ich am Ende des Tages.
Nein. Das lassen wir. Nein. Nicht einreden. Im Dinge, ich bin stolz auf mich, dass ich das bin, was ich gerade bin. Richtig stolz, dass ich an mir gewachsen bin. So, das lassen wir von dir nicht einreden. Ich weiß, was ich bin. Weißt du, wer du bist? Ein eifersüchtiger, ein eifersüchtiger Boy, der mit Fake-Beziehung flexibel und der nicht mal ansatzweise diese Real-Life-Erlebnisse habe wie ich. Alle deine Drogen-Stories sind auf meinen Stories aufgebaut. Und das weißt du selber, Andi. Weißt du, alles, was du lebst, alles, was du hier live erzählst, sind meine Stories. Und weißt du, Andi. Du hast recht, Raven, genau. Ich war dein Freund, ich hab dich geliebt. Na, jetzt wird's aber peinlich. Du hast deine Schnauze, Schäbi. Ich hab dich geliebt, ich hab dich beschützt, ich hab so getan, als wärst du der Boy, der alles wegflext. Ich hab immer hinter dir gestanden, Andi, egal wer gekommen wäre, du hast mich heute die Schnauze. Alter, hör mal zu, Raven. Du Spasti, bist du. Nee, Raven, jetzt wird's lächerlich. Warte mal. Ich baue meine Geschichte. Was machst du da? Auf deinen Erlebnissen aus? Ja. Ich möchte keine Erlebnisse mit Abgolf. Ich möchte auch keine Erlebnisse mit deinen Transen-Party-Schlampen. Sorry, Raven, du bist nicht mein Vorbild. Tut mir leid, die Zahn zu ziehen. Sorry. Weißt du, du bist total süß. Andi, ja, weißt du was? Weißt du, was mir das Schwerste fällt, dich zu hassen? Ich sag dir ganz ehrlich, Andi, du weißt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Aber was ist gerade ekelhaft von dir, dass du mich so benutzt? Du benutzt mich gerade für dein Anti-Cap-5-Game, Alter. Nein, du genießt es gerade, du bist genauso wie der Kubaner, weil wenn es dich so triggern würde, wärst du nämlich schon längst weg. Also ich würde mir das hier nicht antun, mit rein und raus. Aber du lässt dir auch gerne Kippen ins Maul stecken. Ne? Und darum lässt du dich auch gerne von mir rein und raus schieben. Ne? Du hast gerade eine Latte, Ram. Alter, ich hab dafür... Ich würde mir von dir 2000 Euro... Guck mal. Alter, ich habe dafür 2000 Euro bekommen. Mann, scheiß auf die Kippen. Andi, aber dass du das... Wir machen die Anti-Kippen-Agenda. Dass du das letzte Exposed... Weißt du, ich dachte wirklich, wir sind Freunde. Aber weißt du, was ich gerade feststelle? Nein, Rick, das war falsch gedacht. Du bist Cap 5 und du, ihr seid richtige, intensive Freunde fürs Leben. Wir beide nicht. Das war ein kleiner Raven, du hast es vorhin nicht begriffen, Alter. Das hat mit Loyalität was zu tun. Und eins habe ich gemerkt. Andi, du hast die Schnauze. Andi, ansonsten komme ich dahin, wo du wohnst, Alter. Hau dir deine dumme Schnauze kaputt. Kein Vertrauen. Du dummes Stück Scheiße, Alter. Ich verstehe Andi vollkommen, Alter. Ich verstehe Andi vollkommen, Alter. Du verstehst den Scheiß. Du warst mit Andi niemals. Du hast sie niemals weinen gesehen wie ich. Mit seiner Hure. Wie er mit seiner Narzisstenfreundin kämpft, Alter. Ja. Du warst ein Scheiß, Alter. Du warst ein Scheiß über Andi. Und ich habe immer noch so viel Ehre am Leib, um mich zu exposen, wer Andi eigentlich ist, Alter. Ich weiß genug über diese Verbrecher. Alter, warum redet dieser ekelhafte Typ mit mir? Es geht nicht um die Sache. Es geht nur um die Sache, Alter. Kein Schwanz ruft deine Mama an oder so. Ich schwöre dir, Alter, wenn ich dich sehe, ich hau dir eins auf die Fresse. Ich hau dir eins auf die Fresse, Alter. Rede nicht so mit mir. Rede nicht so mit mir, du Kämpfer. Du hast gar keine Aufgabe.
Du haust gar keinen auf die Fresse. Ich hau gar keinen auf die Fresse. Du meinst, du kennst mich? Du kennst mich? Schäb, du bist der Erste, der ich einen auf die Fresse haue, glaub mir. Du hast eine große Fresse, die du gerade hast. Du bist der Erste, der auf die Fresse. Du bist der Erste, der auf die Fresse haut. Ich kann nicht verstehen, Raven. Alter, als anstatt du. Ist mir scheißegal. Du haust mir gar keinen auf die Fresse. Ist mir scheißegal. Nein, das tust du nicht. Das weiß ich auch. Glaub mir, Sympathie kommt danach. Du bist sauer, du bist manchmal sauer. Sympathie kommt bei mir danach. Aber du wirst mich niemals klatschen. Du bellst mich gerade an. Du bellst mich gerade an, du Kelp, Alter. Du bellst mich gerade an, du Kelp. Guck mal, Schippi, wenn ich so ein kleines Mädchen wäre wie du, ich würde meine Fresse halten. Weil du nichts von dem, was du äußerst, standhalten kannst. Also halt bitte deine Fresse, Junge. Du hast keine Ahnung. Gegen so eine Schwäche wie du, alter Verbrecher, Arsch, Schwäche, Alter, Schwäche. In der Bude lassen. Pass auf. 50.000 Euro, wenn wir uns beide begegnen. 50.000 Euro, wenn wir uns beide begegnen, dass ich dir deine Hasenzähne aus deiner Fresse kloppe. Und das weißt du, dass ich das mache. Also halt doch deine Schnauze, du Kalb, Alter. Aber ich kloppe mich mit dir. Warum erlaubst du dir, weißt du, das ist auch so ein Ding. Warum erlaubst du dir so mit mir zu reden, du Kerl? Wenn ich vor dir stehen würde, würdest du nicht ansatzweise so dein Maul aufreißen, Alter. Wieso redest du so mit mir, Junge? Red nicht so mit mir! Ja, Alter, bleib doch mal easy, alter Mann. Außerdem bist du noch 2 Jahre jünger als ich, ey. Und trotzdem klappe ich dir dein Gebiss aus deiner Schnauze, du Kelb, Alter. Rede nicht so mit mir. Junge. Mach das mal, Alter. Schlag mir mal. Wenn du das Ding nicht am. Alter. Ich hatte Sympathie für dich. Weißt du, warum ich Sympathie für dich hatte? Weil ich genug Boys kenne, die genauso weich gespült sind wie du. Ich kenne genug Boys, die keinen Bock hatten auf Fitner. Und die gedacht haben, ey Mann, guck mal, Schlägerei, guck mal, ist nicht mein Game. Und ich dachte immer so, ey, guck mal, ich lasse die Leute raus. Und du bist genauso ein Boy, Alter. Du bist niemand, ey, guck mal. Ey, Schäpi, wenn wir beide voneinander stehen und ich boxe dir die Schnauze kaputt. Schäpi, du würdest nie wieder die Fresse aufreißen, und das weißt du. Dann hör doch auf, diese Filme zu schieben, Junge. Ich hab doch nichts anderes gesagt. Na klar, boxst du mich weg, Alter. Dann hör doch auf, bitte diese Flur zu schieben. Ich will das gar nicht. Schäpi, ich will das gar nicht. Ich will das gar nicht. Du willst gar nicht. Denkst du, ich habe Spaß dabei? Ich habe keinen Spaß dabei. Ich komme nach Berlin. Ich habe keinen Spaß dabei. Komm bald nach Berlin, Alter. Ey, was sagst du da? Ich komme nach Berlin. Guck mal, ich habe dir 1000 Mal erzählt, ich würde viel lieber mit dir trinken, als dich zu schlagen. Ich bin bei dir vorbeigefahren. Raven, wir sind schon bei dir vorbeigefahren mit dem Auto, Alter, wo du wohnst. Da sind wir schon vorbeigefahren. Und keine Eier gehabt zu klingeln. Nein, ich glaube nicht. Guck mal, Schäpi. Schäpi, ich würde viel lieber mit dir eintrecken, als dich zu schlagen. So, und das ist Real Talk. Ich bin niemand, der irgendjemand Gewalt antun will. Halt die Schnauze. Ich bin niemand, der irgendjemand. Gewalt. Es stehen ja auch 6 Leute hinter mir, Alter, und die passen auf Shapey auf, Alter, jedes Mal. Mann, deine 6 Leute, die kloppe ich einfach so um, Alter.
Einfach so. Ach, Raven. Alter, Raven, Christian, du, natürlich würdest du nicht klopfen, Alter. Du kennst mich doch gar nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Deine sechs Leute mache ich, guck mal, drei Sekunden, vier, fünf. Sechs Sekunden, deine sechs Leute, sechs Sekunden, ich hau sie um. Das Problem ist, was Alter, Junge, ich war DDR-Master im Ring, Raven. Mann, Mann, Alter, glaub mir, in Sachen Kampfsport. Worüber er sich aufgeregt hat, ist, dass du mit den Arschloch da. Ich schieb dich zur Seite. Ich schieb dich zur Seite, weil ich dich lieb habe. Aber, wenn du meine Brüste brauchst. Du sollst unabhängig sein. Hungrige Camps. Alter. Bleib unabhängig. Ich brech dir in die Arme, ich brech dir in den Kinn. Du machst gar nichts. Dann bist du Verantwortung. Glaub mir eins, Alter. Ich bin und war niemand. Guck mal, meine ganzen Vita. Ach, Maja. Zwei, drei Dinger gab es, wo ich verloren habe. Aber bei dem Rest. Sahen meine Gegner verdammt scheiße aus. Weil ich. Ausraste. Und wenn ich ausraste. Ja, man soll nicht ausrasten. Das habe ich vorhin bei anderen. Nimmst du mir im scheiß Gehirn, nimmst du mir einen scheiß Schalter um. Ne? Ja, das ist aber scheiße. Scheiß immer auf schlecht, Alter. Das Überlebensinstinkt, Alter. Scheiß mal drauf. Nee, das ist nicht Überlebensinstinkt. Und glaub mir. Sich nicht unter Kontrolle haben, Alter, heißt das, Alter. Ich würde nicht mal dein Gesicht erkennen. Ich würde dich genauso behandeln. Ich habe mich unter Kontrolle, Alter. Da kann ich was zu tun haben, Alter. Wie alle anderen Hurensöhne, die mir im Weg stehen. Junge, wenn du mir im Weg stehen würdest, ich würde dich kurz und klein schlagen, du kleine Schlampe. Ja, weil du dich nicht unter Kontrolle hast. Es geht nicht um Kontrolle. Es geht nicht um Kontrolle. Es geht nur, dass ich sage, lass diese Filme, mach das nicht. Was redest du denn für einen Scheiß, Alter, Raven? Natürlich geht es um Kontrolle. Ich hau dich zu Brei, also halt deine Schnauze, du kleine Bitch, Alter. Weil du dich nicht unter Kontrolle hast. Ich hab mich damit in Kontrolle. Ich habe kein Problem damit. Ja, das ist Alter, kein Problem dann. Wenn du mit dem nicht kommst, ich sag's einmal zu dir, lass mich in Ruhe. Ich sag zweimal zu dir, lass mich in Ruhe. Beim dritten Mal. Und Alter, du bist eh schon so eine Fettfresse, Alter. So eine Bufferfresse, Alter. Was für ein Mal. Mann, Alter, man wird mal. Du glaubst, lass uns boxen, Alter. Nee, Mann, du weißt ganz genau, ich hau dich kaputt, Alter. Also halt ja, natürlich haust du mich kaputt. Weil du hast auch nicht mehr eine Vita, du weichgespülte Scheiße. Du hast auch nicht mehr eine Vita, Alter. Du hast nicht mehr eine Vita. Alter, und da gibt's ein Echo, Alter, ey. Ach, Mensch, Alter. Was, du willst mir Echo geben? Ja, hör doch auf mit diesem Macho-Gar. Dann gib mir Echo, Alter. Alter, hör doch auf mit dieser Rumrederei, Alter, bitte. Alter, das ist doch meinst, scheiße, deine zwei Allmanns und zwei Kanackenfreunde machen Echo, Alter. Du hast keine Ahnung, mich aus dem Ärmel zauber. Ja, aber versuch's mal. Mach mal. Also du hast so viel Kneipen. Du willst es von mir? Komm mal. Chepi. Guck mal, von Allmann zu Allmann. Nein, das ist mir zu doof. Guck mal, halt die Schnauze. Du hast jetzt deine Schnauze. Von Allmann zu Allmann.
Ja, das ist doof. Du willst dich mit mir boxen? Du willst dich mit mir boxen? Ich box mich so, nicht. Jetzt denk mal ganz klug nach. Du willst dich mit mir boxen? Denk nach. Willst du das? Willst du das? Schippi, du und ich, wir beide, willst du dich mit mir boxen? Ja oder nein? Ja, so im Ring mal. So, aber fair. Aber fair, ne? Dann kriege ich eine kleine Yachtreise von dir, aber ich kann mich aber wenigstens wehren. Aber eine kleine Yachtreise. Nein. Ich will auf Straße. Ja, natürlich boxe ich. Ich habe mich mit anderen Leuten auch geboxt, Alter. Und dann kriege ich einen aufs Maul und davon lernt man, Alter. Und ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal. Mann, Schäppi. Aber trotzdem. Und? Schäppi, ja, nee, das ist fair. Aber ich glaube, du würdest aber auch fair sich kloppen. Nein, ich bin unfair. Würdest du beißen und solche Sachen? Beißen? Nein. Und die Haare raus. Ach, Raven, Alter. Ich kann verlieren und gewinnen, Alter. Ey, komm. Was du nicht? Ich weiß nicht, ob du das in dir hast oder ob du das nicht hast. Ich komme damit zurecht. Ich kann Christian sein und Christian kann auch Guck mal. Wenn alles Kampf fair abläuft, Alter, ich komme damit zurecht. Nein, wenn du diesen Angst- oder Kampfmodus gehst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst vor dir. Mann, ich habe dich nicht nach der Wende gefragt, halt die Schnauze. Ich habe dich nicht nach der Wende gefragt. Ich sagte nur, wie es bei mir funktioniert. Es gibt einen Moment, wo mein Gehirn umschaltet. Und hier ist noch eins: Gewinnen, Verlieren. Da werde ich super asozial. Super asozial. Das ist aber Christian. Ich bin nicht. Halt mal kurz deine Schnauze. Ich bin nicht der Rave, mit dem du dich gerade unterhältst, sondern in dem Moment schalte ich alles aus. Christian, in dem Moment, Schippi, ich sag dir eins, in dem Moment willst du nicht vor mir stehen. Schippi, ich sag dir wirklich eins, Alter, bei aller Liebe, und ich küsse dein Herz, Baby, bei aller Liebe, in dem Moment willst du nicht vor mir stehen. Willst du nicht? Ja, aber Christian, dann ist man in Todesgefahr, wenn man so abdreht dann, ne? Was du gerade schilderst. Wahrscheinlich. Dann hat man Angst und dann würde ich auch alle Konsequenzen, dann würde ich beißen und kratzen. Ich sag dir nur eins, Alter, mach mich in diesem Zustand. Wenn ich in diesem Zustand bin, komm mir nicht blöde, du Idiot, okay? Dann ist Feierabend, ja, natürlich. Ich bin ein fairer Dude. Ich sag dir zweimal, guck mal, lass mal bitte. Ja, das verstehe ich. Aber in so einem Zustand bist du doch gar nicht, Alter. Raven, in so einem Zustand bist du doch gar nicht, wenn wir hier miteinander Es gibt genug. Guck mal. Nein, Alter. Ich kenne meine Vita besser als du meine Vita, du Cap, Alter. Pass mal auf, ich sag dir nur eins, Alter. Es gab genug Situationen, wo Leute der Meinung waren, dass sie große Fresse haben können. Und wo ich gesagt habe, lass mal bitte, mach mal bitte. Und irgendwann bin ich ausgerastet. Und glaub mir, wenn ich ausraste, das willst du nicht. Schäbi, ja, das willst du nicht. Nein, das will ich auch nicht. Schäbi, und wenn wir uns begegnen, das ist genau wie bei Andi Schwuchtel. Das ist genau wie bei Andi Schwuchtel. Andi Schwuchtel kennt mich. Andi weiß, dass ich ein Liebe, ein Mann mit großem Herz bin. Ihr wart gute Freunde, Alter. Der Typ kann sich verpissen. Ja, ich tritt euch beide. Der hat mich halt vorgeführt. Guck mal, halt deine Schnauze. Der Typ hat mich halt vorgeführt. Dieser Andi kann sich verpissen. Ich führe dich selber vor.
Oh Gott, ey, fang an zu heulen. Ich stelle mich selber vor. Welcher Schwanz hat es gerade gesagt? Welcher Schwanz hat es gerade gesagt? Fang an zu heulen. Mal zu, Vollidiot. Du führst dich vor, du führst Cap 5 vor, du führst stellvertretend die ganze MWU vor. Genau das, was du hier gerade, ein Trauerspiel. Tatsächlich. Das ist es. Und du bist stellvertretend für die ganzen MWO-Spasten. Danke dafür. Ja. Aber ich weiß eins, du wirst mich vermissen. Armselig. Andy. Armselig. Und weißt du, Andi, wie oft du mich geweint hast? Und weißt du, und deine ganzen neuen Boyfriends, die wirst du genauso verarschen, wie du mich verarscht hast. Andi, du bist ein mieses Stück Scheiße. Du bist ein mieses Stück Scheiße. Ja, weißt du was, Andi? Oh, Alter, wie könnt ihr so miteinander reden, Alter? Ey, unfassbar. Er ist ein Stück Scheiße. Ey, wart mal so dicke miteinander, Alter. Ey, wie redet ihr miteinander? Echt, ey, das ist unglaublich. Nein, was du nicht verstehst, Das verstehe ich nicht. Andi ist ein Narzisst. Andi ist ein Narzisst. Du kannst mit einem Narzissten niemals eine Freundschaft begegnen. Du kannst dich spielen, aber auch nur bis zu einem bestimmten Maß. Andi will immer der Sieger sein. Andi will immer alles kontrollieren. Und wenn er es nicht mehr kann, schüttelt er alles ab, was ihm lieb und gerne ist. Und ihm ist nichts lieb und gern. Nicht mal seine eigene Familie. Nicht mal sein Bruder, den er vorgeführt hat. Seine ganze Familie hat er vorgeführt. Welcher Mensch mit Herz und Seele führt seine Familie vor? Das kann nur ein Andi. Ein selbstverliebter kleiner Spast. Das ist Andi. Und ich wird meine Familie immer schützen. Hm? Andi führt seine Familie vor. Also du kannst auch mit mir persönlich reden. Ich, also du musst nicht in der dritten Person reden. Ich bin hier. Ja. Dann mach mich dann mal klein. Dann mach ich wieder klein, du kleiner Kelp, Alter. Warum? Du bist das Gesicht der NWO. Schon vollkommen okay. Ich bin das Gesicht der NWO. Die hässliche Visage der NWO. Das passt super. Also ich finde meine Visage gar nicht. Ich find, also erstmal ist meine Visage nicht hässlich. Und zweitens bin ich lieber Teil der NWO als Teil deiner kleinen Familienvendetta. Ja, ja. Du bist die Fresse der NWO. Du kleine hässliche Fotze, Alter. Visage der NWO. Und darum bist Andi, wir müssen es immer sehen. Sag mir das bitte alles ins Gesicht. Andi, mein süßer Freund. Sag mir das nächste Mal alles ins Gesicht. Nachdem du deine Schwester, dein Bruder, nachdem du alle verkauft und verraten hast. Ja. Alter, was ich niemals machen würde, Alter. Was bist du für ein Hurensohn, Alter? Ja. Alles gut. Entschuldigung. Raven, du bist schon auf dem richtigen Weg. Alles gut. Egal welches Game ich spielen würde. Ich würde aber niemals meine eigene Familie, so wie du, Du machst dieses devote Spielchen. Ich weiß, warum du mir gerade was zwischenredest. Weil es dir nicht gefällt. Du kannst es dir gefällt dir nicht, dass du deinem Bruder, deiner Schwester, dass du alle. Ja, habe ich dir auch. Stimmt. Alle opferst. Richtig. Obwohl dein Charakter das miese Stück Scheiße ist. Du hast recht, Raven, genau. Das habe ich einfach nur so aus Spaß gemacht. Genau. Du bist ein Drecks-Satanisten-Schwein. Das stimmt. Du hast recht. Ich war dein Freund. Und du hast auch mich geopfert. Nee, das stimmt jetzt nicht. Aber damit kann ich leben. Und du hast mich auch geopfert. Ich hab dich geliebt wie mein Bruder. Ja. Ich hab dich geliebt wie mein Bruder. Du hast mich auch geopfert. Weil ich mit Camp 5
Du hast dich aufgeopfert. Alter, du bist so einfach, du bist so einfach, du bist so einfach. Geil. Du Kelp, Alter, du bist so einfach. Ja. Aber weißt du was? Alle Leute um dich herum, die, ja, wirklich, die dich wirklich kennen, wissen, dass Christian, und ich nenne jetzt keine Namen von den Frauen, ne? Weil das unterscheidet uns beide wiederum, weil ich das niemals, niemals preisgeben würde, weil unsere Ex-Freundschaft mir sehr viel wert ist. Aber, jeder. Du Kelp, hast die Schnauze, Alter. Ansonsten Polizei. Gib mir meine Nase, Alter. Du hast so eine dicke Nase. Schnauze, Alter. Du Schwanz, hast die Schnauze, Nase, Alter. Junge, ich hau dir eine, Alter. Du musst Blut, ey. Du musst Blut bis im Baum grauen. Halt deine Schnauze. Also, Renn kann jetzt nicht rausgehen. Der Einzige, den ich niemals schlagen könnte, wäre Ente. Den Einzige, den ich niemals schlagen würde, wäre Ente. Weil Ente, ich liebe Ente. Und weil Ente das weiß, behandelt er mich so scheiße. Weil er weiß, dass ich ihn liebe. Wie mein Fleisch und Blut, mein Bruder. Und warum beleidigt er mich so? Keine Ahnung. Du kannst jetzt halt raus. Das ist deine freiwillige Entscheidung. Vielleicht mal, ey, ich weiß nicht. Geh doch raus. Ich kann jederzeit raus. Du hast mich jederzeit rausgeschmissen, du Kelp, Alter. Ich kann jederzeit. Nein, bleib hier, Ravy Baby, bitte. Also, geh doch raus. Du hast mich doch jeder. Junge, Anni. Ach, emotionale Abhängigkeit. Du spürst jetzt dieses Spiel emotionale Abhängigkeit. In der Zeit. Wo du nach Frauen gesucht hast, wo du vorgespürt hast, dass du in Beziehung bist. Aha. Habe ich Beziehung gehabt und ich habe gefickt. In der Zeit wurde ich geblasen, mein Smegma wurde geschluckt, Alter. Und in der Zeit bist du live gegangen und hast ein Schauspiel da geboten. In der Zeit hatte ich Liebe. Weißt du, komme nicht so. In dem. Ich fick dich in jeder Position, Andi. Aber weißt du, wenn du der Meinung bist, mich. Wenn du der Meinung bist, mich vorzuführen. Wenn du der Meinung bist, mich vorzuführen, führst du dich auch selber vor. Einsam ans Meer zu fahren. Einsam. Voller Sehnsucht, in Jenny verliebt. Oh, Indie Baby. Das deutet mich für Größe. In der Zeit wurde mein Smackbar geschluckt. Mit wem redest du hier gerade? Guck mal, ich hab dir gesagt, wenn wir bei der Gruppe sind, du bist aber eklig. Ich mach aus dir den glücklichsten Mann dieser Welt. Voll eklig. Du wolltest auf eigene Faust glücklich werden? Schaffst du nicht. Einsam nimmst du Video auf am. Ja, du bist ja nah an der Küste. So schwer ist das nicht. Alter, aber guck mal, was uns beide unterscheidet. Alter. Wenn deine Sehnsucht nach Liebe brennt, nach einem Orgasmus mit Lady-like Schlucken, machst du ein Video an der Küste. Und ich fick eingeölte Titten. Weißt du, Andi, fick mich. Eingeölte Titten, Alter, fick mich. Ich hab eingeölte Titten. Ich hab doch immer doppelt mehr Spaß als du. Weißt du doch. Guck mal, warum fickst du mich, Alter? Ich hab dich nie gefickt. Andi, ich hab dich nie gefickt, Alter. Warum fickst du mich, Alter? Hat dir irgendwie jemand gesagt, guck mal, ich muss das Christian ficken? Hat dir jemand gesagt? Guck mal, wir müssen das Christian ficken. Oder liebst du mich gar nicht und bist einfach nur eifersüchtig?
Bist du neidisch? Bist du neidisch? Bist du neidisch? Ja, okay. Ich mach den Trausch, bin mal kurz am Ende hier. So. Nein, Raven, ich bin nicht eifersüchtig. Ich weiß gar nicht, wovon du laberst. Welche Jenny meinst du jetzt? Also die Jenny, die tot ist, die habe ich echt geliebt. Aber die ist tot. Kannst du mal ein bisschen klarer reden? Ich weiß, ihr habt alle Sprachstörungen, das ist kein Falk, aber... Das war gerade die Falkste... Das war super feige gerade, Andi. Ja, Andi, das machst du schon seit 2 Stunden. Und du hast mich gefragt, warum ich nicht gegangen bin. Weil ich weiß, dass du noch genug Herz hast, weil ich weiß, halt deine Schnauze, Andi. Weil du noch genug Herz hast, mich zu Wort kommen lassen. Und, ich rede nicht so, obwohl du mich gerne... dahin drängen würdest, aber so rede ich nicht. Ich erzähle es jetzt den Leuten, meine ich erzähle es auch den Leuten. So, Achtung, ich blende jetzt mal ein, wie ein richtiger Alkoholiker aussieht. Also pass auf, ich erzähle euch jetzt die Real Story, warum Ente mich nicht mehr mag. Also ich liebe Ente, also ich mag Andi, ich liebe Andi. Warum Ente mich nicht mehr mag? Ich liebe Andi. Und ich würde ihn auch gerne sehen und würde mit ihm auch gerne Zeit verbringen. Aber er mag mich nicht mehr. Warum? Werde ich jetzt erklären. Du bist ein Verräter. Traitor. Ich wurde 15 Mal vor die Tür gesetzt. Und ich bin kein Verräter. Ich wurde 15 Mal vor die Tür gesetzt. Von Andi. Ich wurde 15 Mal von Andi misshandelt. Also psychisch misshandelt. Andi, Alter, jetzt kommt er mit der Katze. Und ich sag euch jetzt, warum Andi mich psychisch misshandelt. Folgendes. Er hat sich verliebt. Das ist eine Theorie. Das ist spannend. Nein, ich hab Videos und Fotos von einem Wochenende in Nordrhein-Westfalen. Mit Andi. Und einer gewissen Frau. Das ist nichts, was ich hier sage. Das kann ich auch gerne sagen. Ich weiß das. Würde ich nicht sagen, wenn ich es nicht belegen würde. Aber wisst ihr was? Hör mal zu. Also jetzt fühle ich mich schon wieder persönlich beleidigt. Ich habe auch genau bemerkt, wo ich bei Jenny und Fritz war, wenn ich fotografiert worden bin. Und ich weiß auch, wo ich sonst fotografiert worden bin. Ich habe mir so getan, als ich weiß nicht, Alter. Raven, das ist aber echt der Knaller. Ja, dann droppt doch mal die Fotos. Da wird echt Schlimmes zu sehen sein. Der Unterschied zwischen Ente und mir ist voll, ja, ne? Jetzt hau mal was raus, ja. Dass ich weder den Namen nenne, noch den Ort nenne, noch irgendwas nenne. Mann, Ente, halt deine Schnauze, ansonsten hau ich dir eine Backpfeife, du kleine Schlampe. Soll ich das für dich tun? Ich kann das gerne Nein. Ich habe kein Problem damit. Es geht um Folgendes. Er hat sich in jemanden verliebt. Ja. Aber sowas von. Andi ist sehr emotional aufgebracht in den letzten 2-3 Tagen. Sagen wir mal so. Du hast das so definiert, dass er verliebt ist, oder was? Also seine Aufgebrachtheit und solche Sachen, dass das so ein bisschen aufgewühlt ist, Am Ende des Tages
habe ich Andy immer noch so lieb. Obwohl er gerade auf total Rage-Modus ist. Wie meinst du denn? Fotos? Hau doch auf, Annie, wenn du gegen mich. Ey, pass auf, Anni, pass auf. wenn du gegen mich in die Kick ziehen willst. Wenn du gegen mich in die Kick ziehen willst, fang an. Ich sag dir nur eins, Anni. Anni sammelt seine Soldaten gerade zusammen, Alter. Ich hab gar keinen Grund. Du hast mich beleidigt, du hast gesagt, ich lutsche Kerpfeif seinen Schwanz. Ja, mach ist du das. Tust du auch. Aber Fax. Tust du auch. Nein, ey, echt wirklich, ey. Das ist zu ernst, um das so lustig zu machen, Alter. Das ist zu ernst, das Thema. Nein, ist das so? Ist das so, ja? Das ist so ernst, als das so lustig. Ja, doch. Bleib mich aber bitte kurz ruhig. Du kannst immer noch nicht erzählen, was du an diesen Typen so findest. Du kannst das nicht sagen. Was kennt dich denn, bitte schön? Du weißt nicht. Guck mal. Guck mal. Nee, erzähl, wie ich verliebt bin. Erzähl, von wem du die Fotos hast. Ich weiß, es ist deine Wahrnehmung. Alles. Hallo. Man hat deine Schnauze, oder, soll ich reden, oder soll ich die Schnauze halten? Du kleine Entenschlampe, Alter. Und wenn du mich so sehr hasst, rede doch nicht mehr mit mir, Junge. Ich weiß alles, ich war bewusst. Du weißt gar nichts. Weißt du, was ich weiß? Weißt du, was ich mit 100% der Sicherheit weiß? Dass du gar nichts weißt. Ja, ich weiß auch nicht. Und darum provozierst du selbst der besten Freund, Alter. Genau. Mein besten Freund, also. Wer ist denn das? Du garantiert nicht. Ach, wir waren nicht beste Freunde? Nee. Hast du mich verarscht? Das war nicht. Wir waren niemals. Hast du mich verarscht? Nee, das haben wir auch niemals. Das habe ich dir auch niemals gesagt, dass du mal. Hast du mich verarscht, Alter? Hallo? Also. Hast du nicht stolz das Armband präsentiert? Ja, hast du mich verarscht? Ja, von mir, ja, mein Gott, da, auf deinen Trip jetzt. Hast du mich verarscht? Ich verarsche euch alle, ja. Ja, hab dich verarscht. Okay, danke. Dann weiß ich, wo ich bin, Alter. Dann weiß ich, vorne ich bin. Verarscht. Von mir aus hab ich dich verarscht. Dein Wording. Aber es gab niemals, wir sind beste Freunde. Wenn es um dein Ego geht, verrätst du Freunde. Weil du ein fucking Egoist bist, Alter. Und meine Freundschaft dir gegenüber ist ein Scheißwert. Ja, aber du hast doch andere Freunde. Cat Five zum Beispiel, ist alles gut. Weil du einfach im Mittelpunkt stehen bist. Guck mal. Oh, nee, ich kann mir jetzt auch langsam auch nicht mehr antun hier. Schon zu. Na, egal. Machen wir ja. Hab mich die ganze Zeit zurückgezogen. Ich habe mein Leben gelebt. Weißt du? Du holst dich aus dem Graben heraus. Leute schreiben mich an und sagen, Ente feuert gegen dich. Ich denke, was, Ente? Was the fuck, Ente? Ich liebe Ente. Ey. Leute? Was für Leute? Ich höre mir da so Dinge an, wie Ente ist die Prostituierte von Cap 5. Und ich denke, Bist du doch auch. Du bist die Nutzer. Warum sagst du das, Alter? Weil du was bist. Du bist es. Du bist die Nutzer. So. Und dann frage ich dich, du bist ein schlauer Mann. Du bist doch die Nutzer von Cat Fight, glaube ich. Nein, du bist ein schlauer Mann. Halt mal kurz deinen Mund. Was habe ich denn in den ganzen Monaten getan? Ich sag dir, was du gesagt hast. Du hast das Sperma von Cat 5 geschluckt, dich dran verschluckt und weiter gelutscht und geschluckt. Das hast du gemacht. Okay, das war jetzt wirklich. Also,
Ich habe dich wirklich für intelligenter gehalten und es war jetzt billig. Also, Cap 5 muss da wirklich strategisch weitergedacht haben. Außer dass er was sagt, ich tue den Zweck mal. Also nach und nach glaube ich langsam, der hat dir aus der finanziellen Notlage geholfen und doch bist du eine Nutte am Lutschen. Also, oder. In der finanziellen Notlage. Ja, muss er ja. Also was ist da los? Aus der finanziellen Notlage ist es dann. Oder dir 100 Euro geliehen, oder was ist da los? Alter, als du bei mir warst. Also, Ray, also 100 Euro hätte ich ja auch leihen können. Ja. War ich doch derjenige, der mehr Kohle hatte als du. Also, hast du auch nicht so einen Scheiß, Alter. Wie mehr Kohle? Was verstehe ich jetzt nicht? Was willst du? Was denn jetzt? Wer hat dir dein Taxi bezahlt? Ich selber. Ich habe den Kohle für das Taxi bezahlt. Ich habe das Taxi bezahlt. Ich selber. Wer hat die ganzen Drinks bezahlt, bevor wir Albo getroffen haben? Wer hat die ganzen Drinks bezahlt, bevor wir. Ja, also Lügen lasse ich nicht zu. Ich hatte meinen Rucksack voll mit Bierchen und wenn du dich dazu verpflichtet fühlst, Albo dauernd irgendwelche Drinks auszugeben und wenn Albo sich verpflichtet fühlt, mir ungefragt irgendwas hinzustellen, ist das nicht mein Problem. Ich lasse mich nämlich nicht kaufen. So, ich habe nicht darum gebeten und ich hatte meinen Kram allein. Ich hatte meinen Kram selber mit. Ich hatte alles mit. Von Drogen bis Alkohol, Medikamente, tralala. So, also jetzt ist deine Erinnerung irgendwie verschwommen oder was? Guck mal, wie du versuchst, mich immer wieder zu. Oh, scheiße, da was. Ey, ich hab dich vom Bahnhof abgeholt. Ja, du hast dich vom Bahnhof abgeholt. Ja, großartig. Willst du dafür eine Urkunde oder was? Oder wie, oder was? Ja, dankeschön. Ja, ich überweise dir 5 Euro oder was willst du jetzt? Gar nichts mehr, weißt du was? Weil du ein falscher 50er bist. Weil du eine verlogene Ratte bist, Alter. Und weißt du was? Ey, wer dich jetzt Freund hat. Ist wahrscheinlich, dass ich den Kumpel anfange. Wer dich jetzt Freund hat und Feind als Freund. Ich dachte, es darf keiner wissen, dass du Auto fährst. Du hast dich vom Bahnhof abgeholt. Wo bist du denn? Der Rechka oder was? Du hast gesagt, Rem, es darf keiner wissen, dass ich dich abgeholt habe. Er sagt selber, dass ich dich abgeholt habe. Das darf keiner wissen. Bist du schwarz oder was? Hast du keinen Führerschein mehr oder was? Ich habe keinen Führerschein, aber es gibt ja diese. Ach, du hast mir den Führerschein abgeholt, das ist ja interessant. Ist das schon lange her, Lukas. Willst du mich anzeigen? Zeig mich doch an. Hätte ich das gewusst, wäre ich bei dir nicht mitgefahren. Jetzt, ne? Jetzt zeigst du dein wahres Gesicht, du kleiner Schwanz, Alter. Du Schwanz, Alter. Jetzt zeigst du dein wahres Gesicht, Alter. Also, du bist jetzt ohne Lappen durch die Gegend. In deinem Zustand. Ein Trauerspiel. Scheiß doch auf Lappen, Alter. Hast du dich wohl gefühlt? Wo? Bei dir? Ja, ich habe mich wohl gefühlt. Das war ein geiles Wochenende, auf jeden Fall. Mit Albo. Mit Albo. Ja. Albo, den du danach so oft gefickt hast, Alter. So oft bist du... Und was auffällig ist momentan, dass du Albo lutscht. Ja. Weil Albo der Einzige ist, der dich noch. So, weil ich Albo das Video gemacht habe, ist das Schlutschen. So, ich fand den Rap cool. Aversion. Da hat er ein cooles Video verdient. Weil Albo der Einzige ist, der dich noch fecken kann. Aber viel einfacher ist es. Ja, Rem, du hast recht. Ich hänge voll mit Albo ab. Von morgens bis abends. Da hast du recht. Karma, halt mal kurz deine dumme Fresse, kleiner Hurensohn.
Ich kann deinen scheiß Gestammel nicht mehr ertragen, Mann, ey. Kannst du mal wieder normal reden? Das ist ja echt brutal, Alter. Was, du schaffst die ganze Zeit normal geredet? Und was dein größtes Problem ist? Weißt du, was dein größtes Problem ist? Weißt du, was dein größtes Problem ist? Dass nur normal reden ein größter Schmerz ist. Du hast. Du hast einen deiner besten Freunde. Du hast mir selber gesagt, Raven, bei dir kann ich so sein, wie ich bin. Du hast von mir geweint. Warum redest du jetzt dazwischen? Weil es dir unangenehm ist. Weil es zu pathetisch ist und weil es totaler Schwachsinn ist, was du mir laberst. Das ist ekelhaft. Du hast dich auf meine. Ich fühle mich persönlich beleidigt, wenn du sowas. Du hast auch diese Freundschaft mit diesem Kapitreifen. Das rennt hier Ekelgefühl, Alter. Was stimmt denn mit dir nicht? Wir haben ein cooles Wochenende verbracht und du machst da was romantisch verklärtes Schwules rein, ey. Also echt, ey. Stimmt denn mit dir nicht, ey? Verklärtes Schwules? Ich sagte alles, was ich. Guck mal, die Quintessenz von diesem Wochenende war eins. Ich habe jemanden wahrgenommen, der seine Liebe nicht verarbeiten konnte. Das ist nur für mich jetzt nichts Besonderes gewesen, weil ich bin echt fast jede Woche unterwegs und lerne neue Menschen kennen. Und ich weiß ja nicht, was dieses Wochenende bei dir ausgelöst hat, dass du da immer noch so dran klebst. Aber du hast auch wieder neue Freunde gefunden, hier, Kapitreif und so weiter. Man versteht sich halt gut. Ich war auch erst vor kurzem wieder auf dem Festival. Ich weiß jetzt nicht, Ich hab alles kennengelernt. Eins von tausend Erlebnissen in meinem gesamten Lifestyle. Nur du, ich hatte das Gefühl, du warst der einzige Mann in meinem verdammten Leben, der zum ersten Mal verliebt war. Du? Ja, ich weiß nicht. Alter, wie du dich verhalten hast, ich dachte so, er war verliebt, er hat es verliebt. Was, als du weit auf den Schoß gesessen hast. Ich war in Didi verliebt. Und wegen Didi geweint hast, das habe ich der Welt nicht verraten. Aber wenn du dich so asozial mega verhältst, du Schwanz, Alter, rede ich darüber, wie zerbrochen du warst. Ja, war ich auch. Und ich breche jetzt ab. Das willst du mich freuen? Ich habe ihn die gemeint, ja, weil ich in Siamako verliebt war. Das ist für mich kein. Sorry, Ray, damit kannst du mich nicht freuen. Nein, ich will darüber auch nicht mehr reden, weil ich das zu 100% verstehe, weil ich das niemals gegen dich verwenden würde, weil Anni, als hast du immer noch nicht verstanden. Andi, als hast du denn immer nicht verstanden? Ich habe auch schon ohne sich hier wegen Didi geweint. Also, das, sorry. Ja, machen. Aber weißt du, aber spiel doch nicht den coolen. Spiel doch nicht den coolen Motherfucker. Wenn du doch der Boy warst, der bei mir in meinen Arm sich alles von der Seele geredet hat. Mach doch so, filme nicht mit mir. Weißt du, Andi, und du weißt, und Andi. Nee, Junge. Also wenn ich stimmen würde, hätte ich jetzt kein Problem, das zuzugeben, Remy. Aber ich lag nicht heulend in deinem Arm. Jetzt bleib mal auf dem Teppich, Junge. Vielleicht verwechselst du mich gerade mit Kap 12, diesem schwulen Wichser. Verwechsel dich null. Ich lag in deinen Arm und hab geweint. Ich verwechsel dich null. Oh doch, ey. Ich hab dir Geschenke gegeben und du warst danach stolz auf diese Geschenke.
Armband, Armband sind und her. So. Das Armband stimmt. Ja, Armband ist richtig, ja. Und, wir haben keine und wenn du mich jetzt hasst, hasse ich mich. Aber Anni. Ich habe nicht geweint in deinen Armen. Ist mir auch so ein Schwachsinn. Was? Du hast nicht geweint bei mir? Du kleiner Lügenbold. Ja, auf jeden Fall nicht in deinen Armen. Doch, 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 als über die Dinge geredet. Hast du geweint? Also wie Edward Norton bei Meatloaf an deinen Titten oder was? Oder was meinst du jetzt? Bitte, was redest du da? Ey? Meinst du das ernst? Guck mal, und deshalb will ich davon nicht reden, weil es sehr privat ist. Was privat. Weil es sehr privat ist. Hätte ich null Probleme mit Raven, wenn es so schwer wäre, aber so war es ja nicht. Also, sagt Gott, ist überlappert. Du hast recht, so war es nicht. Du hast... Nee, so war es auch nicht. Keiner Quatsch. So. Andi, du hast recht, so war es nicht. Ich hab geweint. Warum behandelst du mich gerade wie ein Stück Dreck? Einer der wenigen Menschen in deinem Leben. Also ist das so? Also, die dir wohlgesonnen waren, die dich lieben. Warum behandelst du mich wie ein Stück Scheiße? Weißt du was, Alter? Schmeiß mich raus, Alter. Du kannst auf jederzeit rausgehen. Wegen Cap 5, Alter. Du stehst auf diesen devoten Scheiß. Guck mal, also jeder normale Mensch, Raven, der hätte sich längst verpisst. Aber du lässt dich halt rein und rausziehen. Soll ich so eine Kippe ins Maul stopfen, oder? Weil ich in jeder Sekunde deines Daseins durchschaue. Weil du mich reinlässt, weil ich deine scheiß Quote bringe, du kleiner Schwanz, Alter. Weil ohne mich, wärst du. Ey, du bist super. Ein super. Dieses machst du nur. Nein. Du kannst super Solo-Show machen. Und es gab auch mal, also damals, als ich es kennengelernt habe, habe ich auf deine Lippen gehangen. Ich habe dir zugehört, weil ich fand es lustig. Mittlerweile bist du langweilig as fuck, Alter. Du bist ein Dini-Duster. Das stimmt. Alter, du bist einfach nur ein Dini-Duster, Alter. Ja, so können wir. In deinem ganzen verdammten Leben hast du niemals eine so schlaue, intere, schlaue Frau gefunden. Eine Frau, die dich so intellektuell so dominieren konnte, wie Dini. Hallo, wenn ich hier Scheiße gelabert habe, muss ich mal kurz intervenieren. So klug wie die Digitaler sind du auch wieder nicht. Aber ich bin, hast du recht, Rem, ich bin ein Didi-Durster. Das ist eine scheiß scharfe Braut. Ganz einfach. Aber so super schlau ist sie du tatsächlich nicht. Schlauer als du. Sie hat dich die ganze Zeit dominiert. Sie hat dich zum Hund gemacht. Und du bist zu mir gekommen, und hast gesagt, ey, wie kann ich weniger Hund sein? Ich hab dir Tipps gegeben, wie du wieder Mann sein kannst. Und dass du mich so behandelst, finde ich traurig. Weil, es war schon doch relativ ausgeglichen. Ey, Alter, wir haben tiefe. Also wir haben wirklich deep miteinander. Du kannst dich gar nicht mehr erinnern. Ey, dass du mich heute so behandelst, hey. Andreas, ich weiß nicht, warum du das machst. Brauchst du das, um dich zu erhöhen? Bist du so tief gefallen, um einen Raven niederzuknüppeln, Alter, einer der besten Freunde? Ich habe kein Hate gegen dich. Warum machst du das mit mir? Andi, ich würde dich niemals so behandeln. Andi, hör mir jetzt einmal zu. Ich würde dich niemals so behandeln, du bist ja behandelt. Junge. Kannst du jetzt halt rausgehen? Das ist deine eigene Entscheidung, hier zu sein, oder dich zu verpissen. Nein. Ich weiß, dass du. Guck mal,
Und der Grund für diese Diskussion hier, es ist scheißegal. Interessiert mich auch gar nicht mehr. Ich stelle mich die Frage zum ersten Mal. Was zur Hölle findest du an dieser Cap5-Schwuchtel? Aber du kannst ja nicht antworten, du Homo. Ey. Was ist denn da los bei euch mit dir und Werner? Guck mal. Ich weiß, dass ich safe guck mal. Besseres Leben führe als du. Oh, ist das schön. Das ist schön. Das gefällt mir. Ich verstehe nicht, was an dieser Frage so schwer ist. Ich habe doch nur noch mal erklärt. Wer mit solchen kaputten Wichsern Session macht, ist bei mir verbrannt. Und du kannst mir noch nicht mehr erklären, woran das liegt. Nein. Uff. Ich vermisse die Zeit der Stummfilme. Naja. Lutsch mal weiter. Du kannst die Frage einfach nicht beantworten. Lutschi. Mach Lutschi bei Shalom Kawaii Kasperl. Lutsch, die Lutsch. Du peilst auch gar nichts mehr. Nichts reizt mehr. Reizt du, dass du genügend bist? Nö. Ja, das ist mir auch. Jetzt bin ich echt sadistisch. Das ist mir zu traurig, das Trauerspiel. Mit der Ente, lass mal los. Alter, und ich habe trotzdem mit dir gemeinsam. Das ist geil. So eine Fernbedienung. Scheiße, das TV-Programm ist echt scheiße. Aber man kann es laut und leiser sehen. Ja. Kleine Hure. Du kleine Hure. Mach doch. Ja, die Hure bist du, mein Freund. Ne? Aber egal. Ich bin hier nicht die Hure. Ich lasse mich hier nicht beschenken von irgendwelchen kaputten Frotzen, die hier in irgendwelche Familien eindringen. Das bist du, Ravy Baby. Du lässt dich beschenken von irgendwelchen Fotzen, die versuchen, Existenzen zu zerstören. Das ist halt ein No-Go. Und du kannst mir immer noch nicht antworten, warum das so ist. Aber mach weiter. Kannst du mir wieder Liebe schenken? Kannst du mich in den Arm nehmen und sagen, ich liebe dich, Chris? Jerry, das sagst du halt zu jedem, ne? Zu jedem, zu jeder Fotze sagst du das. Darum kann man dich auch nicht mehr ernst nehmen. Darum. Shalom. Ravy, Shalom Kawaii. Alles cool. Shalom Kawaii. Du hast aber jemanden, der in deiner härtesten Zeit, der war für dich da. Ravy, Baby. In der schlimmsten Zeit war er für dich da. Geh doch dahin. Brauchst du nicht bei mir hier abhängen. Du bist Chris Wartisch, du hast eine Attitude, die so das. Und vor allem alles, was du sagst, ist auch mit Intelligenz bestückt. Andi, ich liebe dich. Und, wow. So, zum Selbstschutz. So, Ravy, tschüss. Zu deinem eigenen Schutz. Es ist mir auch. Es ist echt ein Trauerspiel. Also, gesperrt. Verpiss dich, Alter. Du bist verbrannt, Alter. Du kannst mir nicht antworten, warum du diesen Schwanz lutscht. Ist mir mittlerweile auch hammerhardcore scheißegal. Sag, ich küsse dein Herz, sag, ich liebe dich. Machst du bei jedem. Ja. Du weißt ja jetzt, wo du hingehen kannst, ne? Also du hast ja auch gesagt, in deiner härtesten Zeit war ja jemand für dich da. Viel Spaß. So, ich verabschiede mich. Ja, Shalom Kawaii, ne?
So, und ja, ich wünsche euch eine gute Nacht. Und ich würde mal sagen, ja, ich weiß gar nicht, was ich hier plane. Jetzt übergeordnet würde ich mal sagen, ja, schon, ich möchte schon, doch, ich möchte das Herr Odorf etwas bekannter machen. Und momentan funktioniert es sogar richtig. Es ist eventuell zweifelhafter Ruhm. Gute Nacht.